Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Club-Adventskalender, der 79,90 Euro kostet und den ich mir bei der Beauty-Manufaktur, glaube ich, bestellt habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein wunderschöner Adventskalender, das muss man wirklich sagen, auch wenn es nur ein Kläppchen-Adventskalender ist. Ich mag sehr gerne dieses leicht glänzende, dunkelblau gepaart mit dem Gold mit da drauf. Und das finde ich wirklich, also wirklich sehr, sehr hübsch. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir schalten hier mal rein. Genau, wir gucken hier mal rein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Am 1. Dezember bekommen wir eine Ampulle und zwar die Skin Boost Aloe Vera Ampulle. Wir haben hier wohl auch immer irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Milliliter drin. Ich denke 2. Das steht jetzt hier nicht drauf. Steht es hinten drauf? Ja, es sind 2 Milliliter. Bei dieser Skin Boost Aloe Vera Ampulle haben wir auch tatsächlich noch eine Abbrechhilfe mit dabei. Das ist meistens so, ne? Dass wir bei Adventskalendern, die halt viele Ampullen enthalten, sei es Barbour, sei es Dalton. Dalton, gerade Super Claudi, 20% Rabatt. Gönnt euch hart, wenn ihr möchtet. Genau, dass wir da halt diese Abbrechhilfen mit dabei haben. Die können wir dann für alle Ampullen weiterverwenden, damit wir halt keine kaputten Finger dadurch bekommen. Finde ich schön. Wir haben übrigens in den Kläppchen auch immer drin stehen, was quasi drin ist, in verschiedenen Sprachen. Aber ich glaube, Club ist eine deutsche Marke, ne? Am 2. Dezember bekommen wir die gleiche Ampulle nochmal. Das habe ich auch schon bei dem Barbour Adventskalender gesagt. Ich persönlich finde es immer cooler, wenn die das Ganze so gestalten, dass man das halt so durchgemixt hat. Dass du nicht irgendwie alle, die gleich sind, direkt hintereinander bekommst. Vielleicht mag es für die Haut ein bisschen schöner sein. Ja, gebe ich zu. Aber ich persönlich finde es immer cooler, wenn man das Ganze auch abwechslungsreicher gestaltet, dass man dann jeden Tag auch mal so ein neues Produkt auspacken kann. Eine neue Kategorie. Hast du jetzt hier eher weniger, weil ich glaube, da sind nur Ampullen drin. Aber vielleicht auch einfach mal eine neue Ampullenreihe oder so. Ne? Naja, ist jetzt wie es ist. Und als weiterer kleiner Tipp am Rande, diese Ampulle reicht natürlich für Gesicht, Hals, Dekolleté. Aber 2 Milliliter ist ganz schön viel. Du packst dir ja auch nicht 2 Milliliter Serum immer drauf. Würde ich mir aufteilen auf verschiedene Anwendungen, ne? Und genau, das nicht direkt alles verballern. Oder man arbeitet sich das schön mit einem Gua Sha Stein ein. Klar, ne, dann zieht das ja auch ordentlich nochmal derbe ein. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber das wäre so ein kleiner Spartipp von meiner Seite. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und aller guten Dinge sind auch scheinbar 3. Ich hoffe, es bleibt dabei und das war so ein richtige, das war eine Reimekette, Leute, ne? Das ist krass. Manchmal kommt das so. Also, wenn ihr noch mehr Reime möchtet, schaut im PDT Verlag vorbei. Ich habe da so 4 Bücher rausgebracht. Eins davon ist ein Gedichtband, sehr empfehlenswert. Hier habe ich auf jeden Fall nochmal die Aloe Vera Skin Boost Ampulle. Haben wir da 24 von? Wäre blöd. Hier haben wir die Nummer 4. Also es ist definitiv eine andere Reihe und zwar die Skin Boost Illuminate Anti-Pigmentation. Oh, das finde ich abgefahren. Da weiß ich jetzt nicht, mit welchen Wirkstoffen das sein wird, aber es hört sich sehr, sehr interessant an. Die kommen aus Lichtenau. Auch interessant. Aus Hessisch-Lichtenau. Okay, muss ich mal gucken, was da so drin ist. Vitamin C wird ja wahrscheinlich nicht unbedingt drin sein, weil Vitamin C ist ja lichtempfindlich. Dann wird es ja quasi zerfallen hier in der Ampulle. Vielleicht Niacinamide oder so. Interessant. Das gleiche erwartet uns übrigens auch am 5. Dezember. Genau, dass man da halt nochmal sein Gesicht boosten kann. Nein, ja, boosten kann und illuminisieren kann. Und aller guten Dinge sind wohl auch bei dieser Ampulle 3, denn auch am 6. Dezember am Nikolaus dürfen wir unser Gesicht und uns selber vielleicht auch nochmal zum Strahlen bringen. Man muss sagen, das klappt definitiv etwas abwechslungsreicher als Barbour ist, denn bislang haben wir die Ampullen, die drin waren, zwar 3-mal drin gehabt, aber jetzt nicht 6-mal. Wir haben am 7. Dezember die Skin Boost Vitamin C Ampulle und das finde ich interessant. Normalerweise hat man diese Vitamin C Ampullen nämlich immer in irgendwelchen braunen Gläsern drin oder so, weil wie gesagt, ne, das Vitamin C kann ja theoretisch durch den Lichteinfall zerfallen. Ja, da haben sie dann wohl irgendwie das Ganze stabilisiert. Finde ich interessant. Vitamin C verwende ich super gerne morgens. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sie halt auch nochmal mit einer Vitamin C Ampulle. Also auch hier, ich glaube, wir haben so gut wie jede Ampulle 3-mal drin enthalten. Mal gucken. Ja, denn auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Vitamin C Ampulle freuen. Das heißt, das Trio ist hiermit komplett. In der Nummer 10 darf es mit der ganz klassischen Hyaluron Ampulle weitergehen. Hyaluron ist wirklich ein Wirkstoff, den kann jeder verwenden. Ganz egal, welcher Hauttyp man so ist. Ne? Denn Feuchtigkeit braucht eigentlich eine Haut immer, vor allem so Richtung Winter, wenn man halt durch die Heizungsluft oder wie auch immer, alles ist irgendwie trockener, das ist tatsächlich so. Ja, wenn man sich fühlt wie eine Dörrpflaume, einfach Hyaluron drauf, das sollte laufen. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, enthält nicht nur als Zahl eine Doppelung, sondern auch als Produkt. Also hier haben wir auch unsere zweite Hyaluronampulle drin enthalten. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht verkehrt. Wie gesagt, wenn das halt immer nur so 3-mal drin sind, da hat Klapp aufgepasst, denn ich sage ja immer nur 3 von einer Sorte, ne?
Das kommt hin. Hä, muss man die schütteln? Da hat sich irgendwas bei mir abgesetzt. Oder ist es mit Schimmer? Die sind mit Schimmer, Leute. Das möchte ich nur mal kurz an dieser Stelle anmerken, denn hier, ja, seht ihr vielleicht auch, ne? Am 12. Dezember zur Halbzeit, da hat sich was abgesetzt. Da. Also man muss scheinbar die Ampullen von Klapp immer so ein bisschen schütteln. Also das finde ich ziemlich crazy, muss ich sagen. Wusste ich nicht. Ja, sollte man dann wahrscheinlich auch eher morgens verwenden, weil was hat mein Kissen davon, wenn ich schimmer? Zum 13. Dezember haben wir hier eine Ampulle mit Retinol drin enthalten. Retinol ist so der Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Muss man nur ein bisschen aufpassen, würde ich eher abends empfehlen, gerade weil Ampullen ja auch immer ein bisschen höher dosiert sind, ne? Und am nächsten Morgen definitiv schön Lichtschutzfaktor verwenden. Und ich mit meiner supersensiblen Haut würde es auch nicht jeden Abend verwenden. Auch am 14. Dezember erwartet uns eine Retinol-Ampulle. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, denn der Adventskalender suggeriert uns ja damit so im Prinzip, dass du jetzt auch jeden Tag Retinol verwenden kannst. Wäre ich ein bisschen vorsichtig. Am 15. Dezember erhalten wir selbstverständlich noch eine Ampulle mit Retinol. Am 16. Dezember erhalten wir eine Zwei-Phasen-Ampulle, die ganz interessant aussieht. Und zwar ist das die Skin Boost Overnight-Ampulle. Die muss man halt vorher schütteln, bevor man die anwendet. Aber hier sind auch nur 1 Milliliter drin. Das ist auch interessant. Da wurde es halbiert, ne? Aber das reicht dann auch für eine Anwendung normalerweise easy aus, ne? Aber kann man dann halt nicht strecken. Und dadurch, dass es halt genau diese Ölphase mit dabei hat, so sieht es aus, wenn man das geschüttelt hat, ne? Ist es halt auch relativ reichhaltig. Ja, und auch eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember erhalten wir genau diese 2-Phasen-Overnight-Ampulle, dass man da halt einfach nochmal etwas mehr diese Regeneration bekommt nach der Retinol-Kur offensichtlich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember geht es hier weiter mit Niacinamiden. Okay, also ist in dieser milchigen Ampulle mit Anti-Pigmentation. Ich recherchiere das. Ich weiß es noch nicht, welche Wirkstoffe da so drin sind, aber hier haben wir auf jeden Fall Niacinamide. Auch das würde ich persönlich eher abends anwenden und dann vielleicht wirklich so im Wechsel. Ein Abend Retinol, ein Abend Niacinamide. Ne, finde ich persönlich für mich dann eigentlich ganz nice. Das eine ist so ein bisschen eher in der glättenden Richtung unterwegs, das andere dann eher in der, ich möchte deine schon entstandenen Pigmentflecken durch Sonnenschäden zum Beispiel wegmachen. Ne? Auch am 19. Dezember kommen die Niacinamide wieder bei uns in den Adventskalender und vielleicht auch ins Gesicht. Während uns die Anti-Wrinkle-Ampulle am 20. Dezember im 20er-Bereich begrüßt. Hier sind auch wieder in diesen normalen Ampullen 2 Milliliter drin enthalten. Auch hier weiß ich natürlich nicht, womit es dann arbeitet. Werde ich aber mal recherchieren, weil ich natürlich auch immer ein bisschen gucke, welche Wirkstoffe ich wie miteinander kombinieren möchte. Ich habe hier mal ein Video gemacht über Wirkstoffe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne dort mal reinschauen. Und ja. Genau, das ist für mich nämlich immer sehr wichtig, weil ich ein bisschen aufpassen muss. Und auch am 21. Dezember kommt ein kleines Bügeleisen durch den Adventskalender in unsere Hände, denn hier ist auch wieder eine Anti-Wrinkle-Ampulle drin enthalten. Aller guten Dinge sind auch hier drei. Am 22. Dezember erhalten wir ebenfalls eine Anti-Wrinkle-Ampulle. Genau, finde ich aber ehrlich gesagt echt schön, ne? Dass man dann vor Weihnachten nochmal so ein bisschen glatt gebügelt wird. Denn einen Tag vor Heiligabend haben wir etwas sehr Spezielles drin. Skin Con Cellular Push-Up Concentrate. Oha! Also das hört sich sehr interessant an. Muss ich mal gucken, was das genau sein soll. Aber definitiv eine Ampulle, die etwas special sich anhört und dann auch am Tag vor Heiligabend, glaube ich, ganz gut wird. Und jetzt bin ich gespannt, was am 24. Dezember drin ist. Denn ich habe hier so eine kleine Straße an Ampullen. Aber ich glaube, der Abschluss wird nicht von einer Ampulle gemacht. Nö, denn hier haben wir eine Creme drin enthalten. Die Hyaluronic Triple Action Moisture Face Cream Rich mit 20 Millilitern ist hier drin. Und die soll man tags und nachts verwenden können. Tagsüber und nachts verwenden können, genau. Und das finde ich gut. Also eine Gesichtscreme kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und theoretisch, wenn man halt nicht so eine mega krass bedürftige Haut hat, kannst du ja nur Gesichtsreinigung, vielleicht einen Toner, eine der Ampullen und die Creme verwenden. Ne? Ich glaube, das kommt ganz gut. Und ja, da sind wir jetzt einfach mit dem Adventskalender auch einmal durch. Ich persönlich finde ihn schön. Es wäre schöner gewesen, wenn man halt hier nicht nur in die Kläppchen geschrieben hätte, was sie dann... Obwohl, nee, das steht hier mit drin. Ich Horst. Fermentiertes Reiswasser-Sage hat eine exfolierende Wirkung, sodass die Haut aufgehellt wird. Aha, das macht meine Anti-Pigmentation-Ampulle. Hätte ich vielleicht lesen sollen, ne? Das heißt, die Kritik brauche ich gar nicht äußern. Die schreiben das hier ja sogar rein. Ach, Mensch, wenn man das ohne vorher zu lesen öffnet, ist man auch selber schuld. Also nee, das finde ich tatsächlich sehr cool. Also ich habe hier nämlich immer nur so im Überflug gelesen, dass quasi steht, was das Produkt macht, aber nicht, welche Wirkstoffe da drin sind. Aber das steht hier überall mit drin enthalten.
Das finde ich richtig cool. Also ein Adventskalender für alle, die auf Ampullen stehen. Definitiv. Man sollte halt sich so ein bisschen mit Wirkstoffen auskennen, dass man halt weiß, wann wende ich was an. Was macht Säure in meinem Gesicht? Hyaluronsäure ist gar keine Säure. Okay, ha, ist eine ganz entspannte Kiste. Ne, dass man sich halt im Vorfeld da so ein bisschen informiert. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ein sehr schöner Adventskalender. 79,90 ist mal eine Ansage für eine Marke, die jetzt nicht so, ich sag mal, bekannt wie Barbour ist oder so, ne? Aber an und für sich finde ich den sehr schön gestaltet, ne? Also ihr könnt mir auch gerne eure Meinung entsprechend in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich nämlich auch total interessieren. Huch. Vor allem habe ich unter dem Barbour-Video auch gelesen, dass es gar nicht so viele Ampullenliebhaber unter euch gibt, was ich auch sehr interessant finde. Wie gesagt, ich finde den schön. Ich werde auch allerhand mal ausprobieren und dann werdet ihr das im Aufgebraucht-Video sehen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.